Oder was macht ihr konkret anders als andere Catering-Unternehmen? Also im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, einen Markt, der heute noch komplett offline ist, zu digitalisieren. Ich war vorher bei Lieferheld einige Jahre oder bei Delivery Hero. Da war das ähnlich mit dem Pizzabestellen. Das war eigentlich noch gar nicht in der Masse angekommen, dass man das kann, dass man online bestellen kann, online bezahlen kann. Ähnlich ist es jetzt hier im Geschäftskundenbereich. Ich war ganz erstaunt, wirklich, wie riesig der Markt ist und wie wenig sich da getan hat.